In der Lagune, da ist es immer noch heiß. Komm in die Lagune, denn da ist es heißer. Damit herzlich willkommen in der wunderschönen Lagune. Richtig toll ist es hier. Ich finde, es ist direkt ein Daumen hoch wert. Wir sind in der Vollversion. Das ist direkt ein Daumen hoch wert. Und wir gucken mal, was hier eigentlich noch so geht. Was ein Realms ist, weiß ich überhaupt nicht. Wie, ich werde jetzt in den Browser geschmissen. Nee, da habe ich jetzt keine Lust drauf, das zu lesen. Okay, man kann hier noch was kaufen, vielleicht so ein In-App irgendwas extra Spiel, ne? Ich habe gehört, ganz neue Nachricht, dass auch die Spieleentwickler von Game of Thrones jetzt dabei sind, ne, ihr wisst schon, ein episodenbehaftetes Minecraft zu basteln. Das finde ich natürlich auch nochmal spannend. Da kann man also in der Welt von Minecraft irgendwelche Missionen oder so bespielen. So, jetzt haben wir hier neue Welt und Demo World. Neue Welt vom 20.12., vom 18.12. Ach, nehmen wir doch mal die hier. Ausgewählte Welt spielen, ne? Das sind unsere Demo-Welten. War relativ einfach, die jetzt hier zu laden. Das heißt, oder? Wo sind wir denn hier gelandet? Geil, wir haben ja schon voll viel gebaut. Wir haben den Ofen hier. Und irgendwo müsste es eigentlich auch rausgehen, glaube ich. Voll gut. Was ist das denn jetzt hier für ein Gemäuer? Ja, weil irgendwie, das geht ja da bergab. Ach, hier geht's raus. Ach so, habe ich Fackelknappheit oder wie ist das? Ich glaube, so ist das. Oh. Wer ruft denn so früh an? Hallo? Ja, hier ist die Kratzspur. Nachdem ich jetzt in einer Sitzung alle Folgen Minecraft geguckt habe, kann ich nun auch endlich meinen Senf dazugeben. Endlich! Gerade die ersten Folgen waren schon ziemlich schwierig auszuhalten, aber mittlerweile klappt es ja von der reinen Spielmechanik schon ganz gut. Smiley. Da du ja immer noch damit haderst, ob du dir die Vollversion zulegen sollst, bla bla bla, hast du ja jetzt schon gekauft. Genau. Grund dafür war auf jeden Fall auch, die Story ist unendlich, von daher super geeignet, um primär mit Leuten zu reden und sekundär das Spiel zu spielen. Allerdings verhält es sich zweitens bei Minecraft ähnlich wie mit Lego. Es macht nur so lange Spaß, wie man genaue Vorstellungen davon hat, was man eigentlich bauen möchte. Ich war leider nie wirklich sehr kreativ und habe deshalb schnell das Interesse am Spielen von Minecraft verloren. Übrigens bemerkenswert, dass du jetzt schon technisch besser aufgestellt bist als die gesamte restliche Let's Play-Szene. Oh ja, vielen Dank, Kratzspur, für dieses schöne Kompliment. Ich finde nämlich auch, dass ich technisch schon sehr gut aufgestellt bin, aber die Kritik ist natürlich auch berechtigt. Im Gegensatz zu den ganzen anderen Let's Playern habe ich noch einen gewissen Aufholbedarf, was hier meine Fertigkeiten mit Minecraft angeht. Aber hey, ich bin bei der Vollversion, das war jetzt, glaube ich, schon mal ein wichtiger erster Schritt. Und jetzt ist so die Frage, ich habe gerade gesehen, draußen ist immer noch mitten in der Nacht, von daher kann ich eigentlich jetzt erstmal hier weiter in die Richtung hier graben und hoffen, dass ich noch irgendwo vielleicht Rohstoffe irgendwie finde, die für mich in irgendeiner Form hilfreich sind. Was haben wir hier? Das Blöde ist, das ist einfach Stein, ne? Das ist einfach dieser Bruchstein. War übrigens mal eine coole Aktion von Till, mir mal zu erklären, dass das ja glatter Stein ist, der ja auch in der Natur so vorkommt als solcher, aber das, was ich dann aufsammel, ist der zerbrochene Stein. Und erst wenn ich das in einen Ofen tue, kann ich daraus wieder diesen glatten Stein craften. Was immer das dann bringen mag. So, aber hoffen wir mal, dass wir jetzt hier vielleicht noch mal ein bisschen was reißen können. Da wir ja volle Leben haben, brauchen wir eigentlich jetzt noch nichts zu essen. So, wir haben Holz, wir haben ganz viele Stöcke. Ich brauche Kohle. So, jetzt machen wir mal Folgendes. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Wenn da jetzt Kohle rauskommt, ne? Yes! Schade. So, das heißt, wir schieben jetzt eine Kohle hier rein. Und machen daraus wiederum Kohle. Total geil. Dauert jetzt ein bisschen, ich weiß, aber das Schöne ist,
dass ich dann wieder Fackeln bauen kann und mit denen kann ich dann auch weiter meine Höhle erkunden. Mit meinen 3 Fackeln, die ich da hatte, war ich natürlich hier so ein bisschen überfordert. Cool ist natürlich, dass ich das Ding jetzt hier einfach craften lassen kann und in der Zeit auch mich irgendwo anders hin bewegen kann. Aber ich brauche natürlich meine Kohlen. Genau, so machen wir das. Wir ziehen die schon mal raus und basteln uns jetzt schon mal 3 Kohlen. Das heißt, wie viele Fackeln sind das dann? 12 Stück, das ist ja schon mal was. Gucken wir mal, wie weit... Guck mal, hier geht noch, da geht noch mehr. Ist ja irre. So, raus. Wieder... Das sind wieder 8, glaube ich, ne? 4 und nochmal 4, genau. Richtig gut, jetzt haben wir schon 20, meine Güte. Ich verwechsel immer manchmal noch die E-Taste mit der Rechtsklick-Taste, aber das kriegen wir auch hin. Ja, auf jeden Fall nochmal, um hier auf Kratzspur zu sprechen zu kommen, diese technische Ausgestaltung meines Let's Play-Kanals mache ich natürlich auch deswegen, weil ich möchte, dass die Lagune einfach eine gemütliche und schöne Atmosphäre bietet. Und wenn ich da für meine Gäste mal sprechen kann, glaube ich, haben die sich auch sehr wohl gefühlt. Ja, also letztendlich, was ihr braucht, ist einfach nur ein Skype-Account und dann könnt ihr auch die Lagune besuchen kommen. Hier ist es, wie gesagt, heiß und aufregend. Und was mich sehr interessieren würde, wäre mal ein Gesprächspartner mit Webcam. Das hatten wir jetzt bisher noch nicht, weil ich mir davon auch noch mal einige technische Weiterentwicklungen verspreche. Nee, und dann geht's ab hier mit der Lagune, ganz ehrlich. Übrigens, bei der Gelegenheit wünsche ich euch noch frohe Weihnachten. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Bescherung und so. Und was soll ich dazu sagen? Ah, das Telefon rettet mich. Wer ist da? Hallo? Ja, hier Frasel 14. Kurze Frage. Ist die Facecam gespiegelt, weil du beim Lesen die Augen von rechts nach links bewegst? Ja, ich meine, ist natürlich messerscharf beobachtet. Lass uns mal ausprobieren. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also, ne, jetzt bin ich groß, jetzt gucke ich rechts auf dem Bildschirm und jetzt gucke ich links auf dem Bildschirm. Ja, würdet ihr sagen, dass das... Hier sind Geräusche. Dass es gespiegelt ist, ich meine nicht, aber das kann schon trotzdem sein. Toll, jetzt ist meine Spitzhacke auch noch hinüber. Naja, wir sind ein bisschen tiefer gekommen, das ist schon mal gut. Ich suche eigentlich Eisenerz. Aber das ist leider noch immer nicht so einfach zu finden. So, hier brauchen wir definitiv auch mal eine Fackel. Nicht, dass hier irgendwas spawnt. So. Den Ofen brauchen wir jetzt nicht unbedingt, um uns daraus Eisenwerkzeug zu craften, sondern wir brauchen die Werkbank. Die haben wir hier. Alles super. Brauchen wir die? Ja doch, die brauchen wir. Warte mal, 1, 2, war das nicht so? So, jetzt könnte ich mir natürlich eine Holzspitzhacke bauen. Das ist natürlich witzlos. Bruchstein, das reicht schon für eine Spitzhacke, Steinspitzhacke. So, wir bauen uns... ja, doch, das geht noch so gerade. Bauen uns 2 Stück. Die lege ich jetzt nicht aufeinander. Ihr habt mir, glaube ich, geschrieben, das macht nur Sinn, wenn ich schon 2 gebrauchte Werkzeuge habe. Ne? Wenn ich die dann kombiniere, dann wird daraus vielleicht wieder ein Ganzes oder so. Aber 2 Ganze zu kombinieren, wäre wohl nicht so sinnvoll. Glaube ich euch das mal. Brauche ich sonst noch irgendwas? Ich glaube erstmal nicht. Ich würde ganz gerne halt, wie gesagt, Material finden, aus dem ich mir auch noch besseres Werkzeug machen kann. Nämlich Eisen. Aber gut, graben erstmal weiter. Ohne Graben kein Versagen. Ja, da sind Geräusche. Ich kann die noch nicht so richtig einordnen, aber sie sind hundertprozentig da. Interessanter Rhythmus. Kohle immerhin gefunden, auch schon mal ganz gut. Und da kommt ein mysteriöses Geräusch. Wow.
Hier bin ich auf Kohle gestoßen. Ich meine, jetzt mittlerweile weiß ich ja, dass ich aus ganz stinknormalem Holz auch Kohle machen kann, aber hey, wenn die hier schon so rumliegt, nehmen wir die doch mit. Voll gut. Ja, Weihnachten, wie gesagt, ist bei euch schon gelaufen. Bei mir steht es gerade zum Zeitpunkt der Aufzeichnung noch kurz bevor, aber ich muss euch echt was sagen, was krass ist. Erstmal ist Udo Jürgens gestorben, mal ebenso, noch dieses Jahr. Völlig unerwartet. Und ich meine, das jetzt in einem Satz beides zu äußern, ist ein bisschen taktlos eigentlich, aber für die Let's Play-Szene auch relativ aufregend ist, dass Simon Unge nicht mehr bei Mediakraft ist oder immer noch da ist, aber eigentlich mit allen Mitteln versucht, da wegzukommen. Interessante Geschichte, zumindest gab es doch einen ziemlich respektablen Pressewirbel dazu. Ja, krasse Dinge, die jetzt hier noch so zum Ende des Jahres passieren. So, hier haben wir noch Kohle gefunden. So, das klingt nach Zombie. Da müssen wir uns mal eben drum kümmern. Hallo? Niemand da? Ach so, hier geht's nicht hoch. Wir müssen also jetzt hier hochklettern. Hier hatte ich ja die Kohle entdeckt und dachte mir, cool, ich werde mal eben hier runtergraben. Da müssen wir natürlich jetzt uns wieder hier so ein bisschen hinauf manövrieren. Wie mache ich denn das jetzt am klügsten? Ich habe keine Ahnung. Ich baue das jetzt irgendwie. Baue mir hier eine kleine Treppe wieder hin und dann gucken wir mal, ob da oben irgendwelche Zombies auf mich warten. Eigentlich kann mir nicht so viel passieren, weil... Warte mal, wir gehen auf die Seite. Weil ich ja immer noch volle Leben habe und ich habe sogar noch irgendwie gebratenes Fleisch. Ne, irgendwie? Na komm schon, Zombie. Wo bist du? Was ist jetzt besser, Steinspitzhacke oder Holzschwert gegen Zombies? Ich nehme jetzt einfach mal aus Prinzip das Schwert. Muss aber leider echt sagen, so richtig zombie-mäßig ist das hier alles nicht mehr. Ich nehme aber mal an, dass wir mittlerweile... Genau, wieder mal Tag haben und ich glaube, sollten wir mal zum Anlass nehmen. Ah, noch ein bisschen in die frische Luft zu gehen. Ist das schön. Ist das schön. Darauf erstmal auch einen Schluck Kaffee. Ja, macht ihr euch da noch Gedanken über den Umgespielt, über die Kanäle von dem? Ich muss ja sagen, da ich noch nicht so lange jetzt hier versuche... in der Let's Play-Szene sozusagen mich zu tummeln, habe ich auch seine Kanäle nicht besonders befolgt, aber ich kann verstehen, dass es ein sehr, sehr krasser Schritt für ihn war, seine Existenzgrundlage erstmal so ein bisschen, ja, so grundlegend da einzuschneiden. Also die Fans laufen ihm nicht weg, ne? Das ist jetzt nicht so, als würde er damit alles zerstören, was er aufgebaut hat, indem er seine Kanäle aufgibt. Es ist eigentlich auch ein schönes Gefühl, finde ich, wenn man irgendwie innerhalb von ein paar Stunden direkt schon sechsstellige Abonnentenzahlen auf seinem Kanal hat. Schon eine schöne Sache, glaube ich. Und ich fand es auch irgendwie ganz cool in seinem Video, wo er sein Statement so abgegeben hat, dass man ihm halt anmerkt, dass er auch einen flexiblen Lebensstandard halten kann. Ne? Also, dass er sich keinen irgendwelchen Zwängen unterwirft nach dem Motto, ich brauche unbedingt das und das Auto oder ich muss so und so reich sein, keine Ahnung. Sondern, dass er auch echt sagt, ja, mein Gott, Hauptsache ich habe eine Kamera und einen Computer und kann damit irgendwie nach YouTube hochladen. Mehr brauche ich nicht im Leben. So, hier können wir doch nochmal so einiges abholen. Hallo? Ja, hallo Klaus, hier ist Bluescreen-Filme und Instrumenten-Freak. Oh, hi. Hallo. Ah, die Zeit ist leider um. Ist zwar relativ ja, selten, aber du brauchst es nicht. Es geht jetzt aber nicht anders. Wir müssen das aufs nächste Video vertagen. Ruf vielleicht dann nochmal an, wenn das okay ist. Okay? Ja, macht ihr das? Das wäre nett. Einfach reinklicken ins nächste Video und dann nochmal anrufen. In Ordnung? Also, macht's gut. Tschüss.